Herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle und wir sind heute bei Teil 2 für den Volvo Dumper Umbau und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich will mit den Radadaptern weitermachen und habe aber in der Vorbereitung von diesem Video dann gesehen, macht eigentlich keinen Sinn, denn wir müssen so viel aussägen und wir müssen so viel bearbeiten, da können wir eigentlich auch gleich die Achsen einbauen. Genau, so machen wir das auch. Das heißt, heute steht auf dem Programm, wir bauen einmal hinten die Achsen ein. Das ist der hintere Rahmen. Ich habe hier schon ein bisschen was angezeichnet für euch, um das zu zeigen. Und das brauchen wir alles nicht. Wir bauen die Frontachse aus und die angetriebene Frontachse wieder ein. Das steht jetzt heute auf dem Plan. Und dafür habe ich auch den ersten Bausatz mit dabei. Der enthält, ihr kennt es schon, die 3D-Pendelachse im Sigi-Sorglos-Paket. Es ist alles mit dabei, es ist alles schon montiert, so wie sie hier ist. Passt das, ist schon angelötet. Das gleiche gilt für vorne. Und vorne, die wird teils geklickt, ihr werdet es nachher sehen. Deswegen sind hier noch ein paar Schrauben und Muttern im Beutel, damit das wirklich komplett ist, dass man da sich nicht nochmal irgendwo was raussuchen muss. Es ist alles mit dabei und ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen, denn es ist natürlich nicht vorgesehen gewesen, dass das genauso dort eingebaut wird. Das heißt, ein bisschen Plastik muss erstmal weg und das machen wir jetzt gemeinsam. Ihr dürft nur wieder über die Schulter schauen und dann legen wir auch schon los. Jawohl, legen wir los mit dem Umbau. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen die Achsen befreien. Wir haben also jetzt hier unsere drei Teile. Einmal die Frontachse, die hintere Achse und der hintere Rahmen. Und wir fangen hier mal mit dem hier an. Den müssen wir jetzt befreien. Dazu sägen wir hier einfach wieder die Achsen durch. Das kennt ihr schon. Da nehme ich den Dremel mit einem Metallblatt und dann machen wir das auf. Diese Teile sind nur Deko, die brauchen wir nicht. Die Schwingen, die werden wir weiter verwenden. Genau. Machen wir erstmal das Ganze auf. Dremel. Los geht's. Das war's auch schon von dieser Seite. Die Reifen brauchen wir dann beim nächsten Umbau von den Radadaptern. Diese Teile hier sind wie gesagt nur Deko-Elemente. Ich verwende sie nicht weiter. Wenn ihr sie irgendwie wieder einbringen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich auch immer über Feedback und Rückmeldungen, wenn ihr sagt, ach guck mal, das kann man so und so wieder hinmachen. Ich brauche es erstmal nicht. Das gleiche machen wir hier auf dieser Seite. Wenn wir schon dabei sind. Das sind alles unsere Reifen, die können erstmal weg. Nicht mehr. So, dalle. Machen wir hier weiter. Ich habe hier schon ein bisschen was angezeichnet, was alles raus muss. Und es muss nicht alles raus, nur für die Pendelachse, sondern wir bereiten das Ganze auch schon für die Kippmechanik vor. Denn warum sollen wir das Teil 10-mal in die Hand nehmen? Jetzt machen wir das Ganze in einem Rutsch. Und bearbeiten das auch soweit weiter. Was kommt alles raus? Wir nehmen einmal diesen ganzen mittleren Block raus. Der Rahmen ist wahnsinnig stabil. Ihr seht, der ist ja eh doppelt verstrebt innen drin auch wieder. Also ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. Der hält das alles aus. Hier auf der Seite müssen wir ein Stück ausklinken. Das heißt, wir gehen mit der
Schieblehre 19 hier von außen rein. Am besten macht ihr hier einen Kratzer und hier und zieht dann einen geraden Strich. Und wir gehen von hinten, also von der hintersten Kante, etwa 14 cm nach vorne. Das ist das Teil, das wir rausnehmen. Und damit wir auch hier ein Maß haben, hier wo die Rundung aufhört, gehen wir gerade rüber und hier nehmen wir auch dieses Stück hier mit hinaus. Das ist im Endeffekt alles, was wir hier am Rahmen bearbeiten müssen. Ihr wisst, normalerweise mache ich das auch mit dem Dremel. Ich möchte es in dem Fall jetzt mal aber mit so einem Multitool probieren. Sollte auch ganz gut funktionieren. Und ich hoffe damit einen schönen geraden Strich zu bekommen. Testen wir, ansonsten wird es wieder der Dremel. Ich spanne es ein bisschen fest. Ich hoffe, man sieht es noch. So, ich kann die Kamera noch ein bisschen nachjustieren. So. Das hier ist das Multitool. Und probieren wir einfach mal aus, ob das so funktioniert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wunderbar. Hier an dieser Stelle gleich nochmal der Hinweis, hier nicht bis runter. Ihr seht, hier unten ist die Befestigung von der Schwinge. Die sollte bitte dranbleiben. Also da etwas aufpassen, dass wir hier nicht zu tief gehen. Ich drehe es jetzt mal um und schau mal, was wir hier noch alles entfernen müssen jetzt. Wo noch ein Steg ist, damit man das dann rausnehmen kann. Also, funktioniert hervorragend. Ich bin absolut begeistert, da schaut euch das an. Kann man jetzt hier schön nacharbeiten. Jetzt muss dieses Stück noch weg. Seht euch das an, ich bin begeistert, ich bin absolut begeistert, da brauchen wir nicht mehr viel nacharbeiten, ein bisschen mit der Feile drüber, aber schaut hervorragend aus, finde ich. So, wie gesagt, dieses Teil hier muss dranbleiben, weil wir die Schwinge natürlich nachher hier wieder einbauen müssen. Ja? Super. So.
Was jetzt noch wegkommt, ist dieser Part hier. Aber das machen wir nachher in einem Aufwasch. Oder machen wir es gleich mit weg. Kann man eigentlich auch gleich mit weg machen. Am einfachsten hier einfach einmal nach oben. So. Dieses Stück muss noch weg. Könnt ihr jetzt eben auch mit dem Tool machen, könnt ihr mit dem Dremel machen, könnt ihr auch einfach mit der Zange abzwicken. Ich probiere es mal, ob ich es mit dem schnell hinkriege. Ratzefatze geht es. Also ich bin echt schwer begeistert. So. So muss das Ganze jetzt ausschauen. Das Abfall. Und jetzt kommen wir zu den Schwingen. Und hier nehmen wir auch was weg. Und zwar nehmen wir an beiden Seiten hier diese angedeuteten Federn raus. Falsches Blatt. Das ist jetzt noch das Metallblatt. Ich habe extra so PVC-Blätter. Die schmieren nicht so. So muss das Ganze dann aussehen. Wir können das Ganze noch ein bisschen nachfeilen, natürlich, dass es dann auch sauber ausschaut. Uns ist tatsächlich in diesem Fall keine optische Geschichte, oder zumindest nicht nur eine optische Geschichte, nein, wir brauchen das für die Stabilität, denn, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich arbeite nicht mit Federn, denn Federn sind auch immer so eine tückische Sache, wenn ich im Gelände bin. Wenn ich sie zu hart mache, bringen sie nichts. Und wenn ich sie zu weich mache, bringen sie auch nichts. Und dann kommt es immer auf die Ladung drauf an und die verändert sich ja auch dauernd. Das heißt, mal fahre ich leer und mal fahre ich voll. Ja, ich arbeite hier lieber mit diesem mechanischen Pendel. Zeug immer hier. Also gut. Ja, hier schaut es aus, ich weiß. Gut. Das hier haben wir ausgearbeitet. Und jetzt setzen wir einmal die Schwingen ein. So, damit die hier so drin sind. Und jetzt fahren wir die oder klappen die einmal in beide Richtungen ganz ein. Das heißt, einmal hochklappen, maximalen Punkt und zeichnen hier das so ein. Dann seid ihr auch. Also gut, so,
Also. Und hier machen wir eine leichte Rundung, einfach für die Optik auch. Ja. So. Aber wir müssen bis hinten ausschneiden. So muss das ausschauen, dass wir hier im Endeffekt so diese Rundungen ausgeschnitten bekommen. So. Ob wir das jetzt ausschneiden, wenn die Achsen bzw. die Pendel drin sind, oder ob wir die schnell rausmachen, das überlasse ich euch. Ich baue sie lieber raus, denn ich möchte sie jetzt nicht nochmal irgendwie aus Versehen beim Umbau anecken. Nicht, dass ich jetzt da wirklich irgendwo mal kurz abrutsche. Das wäre sehr ärgerlich. Das braucht man jetzt nicht. So, das heißt, so muss es raus. Ihr seht, wir können hier gerne über dem Strich auch schneiden bzw. sägen oder flexen oder trennen. Wir brauchen hier nur diesen Einschlag später, wo das Pendel drin sitzt. Ich halte es jetzt gerade mal so, dass ihr das seht. Ich habe jetzt nur hier den äußeren Rand weggemacht. Jetzt ist hier innen drin das natürlich noch da. Da würde es ja auch anstoßen. Das heißt, auch das hier muss natürlich mit weg. Ja, das heißt, das innen drin und hier vorne muss ich auch mit rausnehmen, sonst bringt es natürlich nichts. Ja. Jetzt seht ihr es, jetzt kann das hier später frei schwingen und frei drin liegen und in alle Richtungen pendeln. So muss das Ganze dann aussehen. Ich mache das nachher immer noch im Nachgang natürlich sauber, mache hier die ganzen Kanten nochmal schön und weg. Aber ihr braucht mir jetzt hier nicht mit der zuschauen, wie ich da irgendwo mal nachfeile. Denn ihr wollt ja sehen, wie es eingebaut wird. Jetzt bauen wir hier wieder die Schwingen ein. Eine links, eine rechts. So, und jetzt seht ihr, hier sind wir gerade. Das heißt, hier haben wir genug Platz. Ich sehe gerade, hier muss ich noch ein bisschen was wegnehmen. Ne, geht. Genau. So. Dann holen wir uns die Pendelachse und das funktioniert genauso, wie wir das schon kennen aus den anderen Achsen. Das heißt, wir setzen das hier ein,
links und rechts ein Klick. Geht etwas strenger, ist mit Absicht so, denn das läuft sich ein und es soll ja auch richtig feste sitzen nachher. Jawohl, schon ist sie drin. So sieht das Ganze nun aus. Pendelt nach vorne, nach hinten und eben auch zur Seite. Oh, hoch. So. Pendelt in alle Richtungen. Das kennt ihr von den anderen Modulen. Das heißt, hier haben wir den vollen Ausgleich. Einbau, sehr easy. Und schon sitzt die Hinterachse. Machen wir weiter. Wir kommen zur Vorderachse. Und die Achse mit Rad haben wir ja schon bereits rausgebaut. Und so sieht das ganze Modul dann aus, das hier reinkommt. Wird hier also hier eingebaut. Und hier lag vorher die Achse drin. Wir brauchen nun etwas mehr Platz. Das ganze Ding hat 33 mm und das entspricht ungefähr dieser Kante, die wir hier haben. Neben diesen großen, runden Achsteilen. Also zwischen, außerhalb von diesen hier. Und am einfachsten ist es, wenn wir auch dort anfangen. Das heißt, wir gehen hier einfach ein bisschen weiter weg. Machen hier einen Strich. Andere Seite auch. Also nicht direkt anlegen, sondern wirklich hier danach. So. Wer sich unsicher ist, kann das Ganze natürlich auch rausmessen. Wir brauchen 33 mm. Da bin ich genau hier. Das wäre, wenn ich jetzt zweimal außerhalb meiner Linie das durchtrenne. Ich glaube, ich nehme wieder das Multitool. Das hat mir vorhin sehr, sehr gut gefallen. Festspannen. Und mache einfach jetzt mal hier oben die Schnitte. Das ist mal der erste Part, der hier raus muss. Und jetzt haben wir ja hier diesen Punkt. Hier muss ja auch was raus. Oh, mal gucken, ob ich das irgendwie hier anlegen kann. Ich ziehe jetzt hier eine gerade Linie, wo das durchgeht. Mache ich auf beiden Seiten. Und wir haben... Oh. Irgendwann breche ich mir die Finger. Wir müssen von dieser Kante hier 19 nach oben, 19 mm. Und hier bleibt es euch jetzt überlassen, also 19 ist deswegen, wir haben 28 mm Rohr und die Achse sitzt genau in der Mitte. Wir haben übrigens überall die Originalhöhe beibehalten. Also der trägt nicht auf, durch das, dass jetzt irgendwie die Achse da reinkommt, hinten oder vorne, sondern der bleibt in der original eingependelten Höhe. So. Ich mache auch hier wieder einen Cut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich ritze das ein bisschen ein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir schneiden das hier einfach eckig raus. Ist die einfachste Lösung. Ich zeichne es gerade mal an. Das ist jetzt hier die 19 und hier kommen wir mit dem anderen Schnitt runter. Das heißt, ich kann natürlich sagen, ich schneide das einfach hier eckig aus, Thema erledigt. Oder ich nehme mir irgendwas, was 28 mm hat, zum Beispiel dieses Rohr, und setze das so an, dass ich hier oben auch bei meinen 19 bin und setze das oben an.
und schaue, dass ich das hier nachher mittig hier so ein bisschen abgerundet rausbekomme. Ich probiere es mal zu runden. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn man hier jetzt nochmal den Schnitt macht und dann die Rundung macht. Dann ist dieses Bauteil hier nämlich zumindest schon mal draußen. Ihr seht, ich habe noch nicht ganz durchtrennt. Machen wir schnell. So. Ich durchtrenne es jetzt mal und schaue, ob ich die Rundung hinbekomme. Ansonsten wird es eckig. Wir werden sehen. Also es ist hinzubekommen, natürlich nicht so einfach wie wenn man es eckig macht, aber auch das funktioniert. Jawohl, so, Platz wäre gemacht. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir da noch ein bisschen nachfeilen. Das ist ja kein Problem. So, dann. So sieht das Ganze jetzt aus. Mit rund habe ich es nicht so. Aber es kann sich sehen lassen. Und jetzt muss dieses Teil hier hinein. Und ihr seht, soweit passt es natürlich hinein. Aber wie baue ich es jetzt ein? Hier sind die zwei Stellringe drin. Die könnte ich jetzt natürlich ausbauen, aber hier drin ist eh schon sehr eng und habe relativ wenig Platz. Das heißt, ich nehme hier einfach ein Stück von diesem Steg hier, nehme ich nach draußen. Die Stellringe müssten 9 mm haben. Jawohl. Und dieser Steg hat 10,5. Das heißt, wenn ich hier sauber an der Seite etwas entlang gehe, habe ich hier gar kein Problem. Muss auch nicht viel sein. Also ich kann es hier auflegen und kann mir das hier anzeichnen. Schauen wir mal, dass wir hier möglichst mittig liegen. Wir machen das mal hier. Dieses Stück. Und auf der anderen Seite auch. Ist ja im Endeffekt in Größe eines Stellrings, was wir hier rausnehmen. Diese zwei Teile.
So sieht es dann aus. Und dann kann ich mein Modul nehmen und kann das hier einsetzen. Und jetzt seht ihr, das geht hier ganz einfach einzupassen. Und jetzt schauen wir, dass wir hier überall die Mitte haben, dass das Ganze gerade sitzt. Wer hier ein bisschen Pendel haben will, übrigens, der nimmt hier einfach ein bisschen mehr raus. Ja, also momentan ist es jetzt starr, so wie es jetzt ist. Aber ihr könnt natürlich sagen, nein, ich möchte, dass auch vorne ein bisschen mehr Ausgleich ist. Der dreht sich auch. Das Gelenk dreht sich. Die hintere Achse dreht sich. Also ihr seht, der bewegt sich ja hier seitlich. Er muss nicht vorne unbedingt pendeln. Der Rest ist Routine. Dreier Bohrer nehmen, festschrauben. So. Und jetzt kommen die Schrauben, wo ich erwähnt hatte, ins Spiel. Das heißt, wir setzen hier die Schrauben rein. Ins Loch trifft und schrauben das Ganze fest. Mehr ist es nicht. Das war's. Das ist der Einbau. Ich mache es jetzt noch mal ein bisschen schön und dann schauen wir uns das noch mal im Detail an. Und genau, mehr ist es nicht. Aber es funktioniert hervorragend. So, das war's auch schon wieder mit der zweiten Folge von unserem Bruder-Dumper-Umbau. Wir haben heute die Achsen eingebaut. Ging super einfach, erstaunlich einfach. Ich bin immer noch Feuer und Flamme für dieses Multitool, dass das so toll funktioniert hat zum Bearbeiten von der Karosserie. Muss ich dranbleiben. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ich habe das schon jetzt in der Zwischenzeit sauber gemacht. Ihr seht, ich habe ja auch hier jetzt dieses Chaos beseitigt. Wir haben also hier schon den Ausschnitt auch gemacht für die Kippermechanik. Und den ganzen Platz geschaffen. Die Pendelachse ist eingebaut. Ihr kennt die vom MAN, vom AROX. Ist im Endeffekt das gleiche Prinzip. Kann also in alle Richtungen schön ausgleichen. Und durch das, dass wir die Originalschwingen auch belassen, brauchen wir jetzt hier nicht mit Federn arbeiten. Der hat die nötige Stabilität. Ich fahre den ja auch schon so in den letzten Videos. Da habt ihr das gesehen. Das ist jetzt also nicht so, dass der deswegen mordsmäßig umeinander schwankt. Sondern der gleicht sich super aus. Aber er hat durch die Schwingen eben diese Stabilität. Hier ist alles drin und vorbereitet, damit es weitergehen kann. Und hier vorne, das habe ich auch sauber gemacht, habe das festgeschraubt, also noch durchgebohrt, festgeschraubt. Ich habe ein bisschen weit ausgeschnitten. Hier unten ist wahnsinnig viel Luft. Ja, kann man näher machen, kann man enger machen. Ist mir jetzt im Eifer des Gefechts erstmal nicht aufgefallen, aber tatsächlich bin ich hier relativ weit auseinandergegangen. Kann man natürlich auch wesentlich feiner machen. Nichtsdestotrotz ist es so, das Modell hat wahnsinnig viele Löcher hier unten drin. Also wir haben ja hier, wo diese Clipser rauskamen, wir haben das, wo die Achse eingebaut ist. Wir haben hier vorne sogar noch ein Loch extra. Keine Ahnung wofür. Hier kann ich nur empfehlen, macht es zu. Macht es mit irgendeinem Silikon zu, macht es mit einem Heißkleber zu. Denn ansonsten wird sich früher oder später hier das Material drin sammeln. Ich nutze meine Modelle nicht in irgendwie Pfützen oder im Nassen. Das wäre jetzt bei mir gar nicht so das dramatische Risiko. Aber auch so wird das Modell natürlich sonst einfach mit der Zeit wahnsinnig vollgedreckelt. Das heißt, man sollte es irgendwo abdichten. Und jetzt, ich sage jetzt gerade mal bei der Achse, wenn man hier ein bisschen mehr Pendelweg hat, vom Ausschneiden her, dann ist man mit dem Silikon mit Sicherheit gut beraten, dass hier einfach ein bisschen diese großen Lücken schließt. Was ich nicht erwähnt habe beim Einbau, durch das, dass wir es im Endeffekt auch in zwei Schritten gemacht haben, die sind beschriftet, vorne und hinten, und ich habe ja schon alles fertig gelötet. Das heißt,
die Pendelachse hat auch, wer sie schon hat von euch, der kennt das, die haben eine Signatur auf der einen Seite, eine E-Mail, eine Webseitenadresse, rcbruderwerkstatt.detl vom Siggi, und auf der anderen Seite steht Siggi Hartmann drauf. Und es ist im Endeffekt so, dass wenn ich auf der einen Seite die DETL-Adresse habe, dann steht auf der vorderen Achse einmal .tl und einmal SH, Siggi Hartmann. Das sollte auf der gleichen Seite liegen, denn sonst fahren die eine nach vorne und die vordere nach hinten. Ist klar, oder? Wenn es dem so wäre, ist kein Beinbruch, die kann man einfach umdrehen und dann richtig rum einbauen. Aber so tun sie natürlich einfacher, deswegen, die sind beschriftet, dass eben die beiden DETL-Adressen auf der einen Seite liegen und das andere auf der anderen Seite. Und dann fährt er später auch wirklich nach vorne bzw. nach hinten, und zwar mit allen Rädern, so wie das haben soll. Ansonsten kann ich hier nicht viel mehr dazu sagen. Das steht soweit. Weiter geht es jetzt mit den Radadaptern, mit dem Kippen, mit der Lenkung, mit der Karosseriebearbeitung. Ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, abonniert meinen Kanal. Ich stelle wieder alle Bilder und so weiter natürlich auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de ein. Da gibt es den Baubericht, da sind die Videos aber auch nochmal untereinander natürlich dann verfügbar. Wenn irgendwo Fragen sind, wenn Anregungen sind, schreibt mir einfach eine E-Mail oder hier bei den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und dann geht es weiter mit dem Dumperumbau. Bis bald! Thank you.